Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start. Wir sind wieder in Ark und ich möchte euch unser Base-Update nochmal zeigen. Es hat sich einiges in der Zwischenzeit getan. Viel, aber auch nicht. Wir haben also den Stall auf jeden Fall ausgebaut. Wie ich schon im letzten Mal Video erwähnt habe, wir haben den Stall ausgebaut, weil da hinten haben wir vorher die Gigas gelagert. Ganz ehrlich, die wurden abgeknallt nachts, wo wir offline waren. Jetzt steht der Giga zumindest hier drin, Spino steht hier drin. Ach guck mal, die Gallimusling. Ah ja, das ist schön. Die brauchen wir, aber wir müssen einen Level 150er Biber zähmen. Und den voll auf Gewicht skillen, anders geht das nicht. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich weiß gar nicht, ich glaube Foxy hat den Stall gebaut. So, wir haben alle gefahren, aber hauptsächlich hat Foxy den gebaut. Bin mir nicht sicher. Ja, dann haben natürlich alle mitgeholfen. Wen haben wir hier? Zack, Skorpion, einen nehmen wir mit. Also wir haben hier so ein bisschen Gallimus, also die Zuchtabteilung, Skorpione, Gallimus und Shit. Irgend so ein komischer Quest dazugebaut wurde von Flame, der mehr oder weniger useless ist. Hier das Geile ist die Treppe, wenn man da unten klettern will. Sage ich einfach nichts zu. Wer auch immer die gebaut hat, hat mein... Oh Gott, nein, Giga, hör auf. Giga backt nicht. Der Giga möchte durch die Decke seine Liebe haben. Oh, bitte nicht, oder bitte nicht. Ja, okay, das geht noch, das geht noch. Das geht noch, schnell die Tür zu machen. Hier haben wir die alte Abteilung, das heißt also, hier hat sich wenig verändert. Turtle Eggs nehmen wir mit, weil wir werden jetzt Brontos zähmen, wollen nämlich einen großen Angriff starten. Haben uns drei Nashörner geholt, die ziemlich geil sind, mega viel Damage machen, mit denen kann man übelst schnell leveln. Die ganzen Pity-Eier kann man noch mitnehmen. Das Ding ist an, sehr schön. Muss man mal aufpassen, manchmal gehen die Generatoren aus, weil jemand immer so da aus Versehen drauf drückt. Hier oben haben wir dann nochmal eine Vogelabteilung. Da stehen die ganzen restlichen Petris. Haben wir inzwischen mehr als genug von. Also da... Normalerweise machen die Leute immer... Die töten die sehr, sehr schnell. Okay, an das Ei komme ich nicht ran. Lass ich einfach liegen. Zwei Quetz haben wir hier noch. Ein Kampfquetz. Oh, nee, wir haben neun. Babyquetz. Ah, der Babyquetz ist erwachsen geworden. Das Babyquetz. Der Quetz. Der, die, das. Der, die, das. Okay. So, das haben wir zugemacht. So sieht der Stall aus. Base hat sich kaum verändert. Wir haben hier zwei Artefakte vorgepackt. Sieht ziemlich cool aus. Kann man nebenbei echt cool. Also in der Nacht. Mega, mega geil. Von innen aus haben wir, glaube ich, nur den Safe neu. Sonst weiß ich nicht, was ich glaube. Das hier war neu. Noch einen zweiten Hochofen. Also Industrial Ofen. Und wir haben hier so eine kleine Sniper-Ecke gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon vorher drin war. Ich glaube nicht. Das müsste auch neu sein. Hier kann man dann, wenn man angegriffen wird, überall in alle Richtungen einmal raussnipen. Ja, sonst, die Höhle haben wir extrem viel verändert. Da werden wir jetzt schnell hinfliegen. Das zeige ich euch und bis gleich. Jetzt kommt so ein zeitlicher Sprung. Und da sind wir auch schon. Wir sind in der Höhle angekommen. Hier hat sich eigentlich, ja, was hat sich hier verändert? Wir haben ein paar mehr Tore. Hier ist unsere kleine Itzibitzi-Spinne, die verteidigt. Da sehen wir, wenn die stirbt, dann wissen wir, wir werden angegriffen. Wir haben hier hauptsächlich im Eingang erstmal nur Tode dazu gepackt, weil wir wurden einmal, ja nicht an, ja kann man sagen, doch, wir wurden einmal angegriffen, sind aber nicht durchgekommen. Und jetzt kommen wir, ihr kennt ja, vorher standen jetzt nur ein paar Turrets da und jetzt guckt euch, was wir hier gebaut haben. Holy Mamoli, Blumenqualität ist schon aus, guckt euch das an. Was erwartet euch, wenn ihr diese Höhle betritt? Ihr könnt nur, es gibt nur einen Eingang, nur diesen kleinen Eingang. Ihr könnt nicht mit Schildkröten rein, ihr könnt nur mit so Hunden, Katzen, sowas alles rein. Ihr kommt rein, erstmal eine Reihe Pflanzen. Hinter der Reihe Pflanzen, Turrets ohne Ende, alle 900.000, 200.000, 200 Schuss, alle, überall. Das heißt also erstmal so eine Dreierladung, hier noch an der Seite ein, falls irgendwo eine Rakete durchkommt. Alles perfekt. Oben sollten die Leute weiter vorkommen, der Winkel ist hier auch nochmal perfekt. Hier komplett wieder Turrets ohne Ende, die ist ein bisschen weniger Schuss, 650, muss aufgefüllt werden, muss auch 1200 Schuss rein, perfekt. Hier ein 1200er Turret, der von der Seite alle Raketen ablocken wird und oben nochmal eine Reihe Pflanzen, inklusive zwei Würmern. Falls sie mit Flakarmor und Schillen kommen kann, werden diese Würmer einfach komplett, die machen die ganze Rüstung mit einem Schuss kaputt. So, das ist natürlich nicht alles, wenn wir angegriffen werden, kann man sich hier drin verharren, das werden wir jetzt auch machen. Kann man von hier drin aus snipern. Vor allem diesen Spot finde ich sehr schön, kann man snipen. Hier kann man sehr schön snipen. Stellt natürlich ein bisschen die Pflanzen, aber da muss man immer so die Ecken rausfinden. Ist dann natürlich hier so bam, perfekt, perfekt. Oben dann genau dasselbe nochmal. Hier gibt es auch nochmal irgendwo eine Tür. Genau hier. Warte, eins weiter. Ne, wo war die Tür? Die war, glaube ich, auf der Seite. Hier ist die Tür.
Von hier aus kann man auch snipen, egal wie weit die vorgehen. Man kann überall rein snipen. Das ist das, was ich cool finde. Also die Höhle zu verteidigen macht enorm Spaß. Der Angriff wird auch mehrere Tage dauern, falls jemand angreifen möchte, weil die müssen uns halt, die müssen uns halt einfach zubauen, warten, bis sie hier drin sterben. Hier haben wir noch ein paar Sabertooths, ich hoffe mit Mastercraft-Sätteln. Na, haben wir leider noch nicht. Wir müssen aber hergestellt werden, weil wir haben das Blueprint. Von außen sieht das Ganze so aus, mit Säulen belagert, ganz gut. Das hier muss man, ja, ein bisschen einbauen. Der Generator muss definitiv eingebaut sein, aber sonst finde ich die Base sehr, sehr, sehr schick gemacht. Also gefällt mir. Kann ich nicht meckern, Leute, kann ich nicht meckern. Mehr Updates gibt es, glaube ich, gerade nicht, was zur Base angeht. Haben jetzt ein bisschen nachgelassen, weil die Leute wollten uns auch nicht angreifen, haben gesagt, wir sind zu stark. Es gibt einen Tribe, der hat eine große Klappe, aber... Naja, ihr wisst, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Verstecken sich in der Base immer, wenn wir die angreifen möchten oder erkunden möchten, sind die in der Base. Daher bringt das Ganze... Werden wir gucken, also sobald die Bronze da ist, kommt wahrscheinlich der Angriff, dann werden viele Tribes hier untergehen. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.